So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Karriere mit Manchester United. Mein Name ist David, ich begrüße euch recht herzlich und heute geht's ins erste Spiel in den Pokal gegen Leicester City, wie man sie auch aussprechen mag. Auf jeden Fall, das wird ein richtig geiles Knallerspiel. Unsere Mannschaft ist umgestellt in der letzten Folge. Bellerini kriegt für 10 Millionen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ein mögliches Schnäppchen gewesen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal damit, dass wir uns die Erfolge mal angucken. Finanzen sind niedrig, die Erwartungen. Wir gehen mal da rein. Und zwar Ziele im Überblick. Neueste Ziele. Erhöhe den Vereinswert über 2 Saisons um 10%. Verbleibende Saison 2. Wir sind bei 40% aktuell. Okay, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Werden wir noch ein bisschen hochziehen. Erziele in einer Saison 200 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen. 71% erfüllt. Über 3 Champion Cup Saisons Pokalsieg verbleibende 3. Okay, müssen wir jetzt dreimal Champions League holen? Keine Ahnung. Nachwuchs. Erzielungswert im Bonus 300.000, okay, aus Verkauf 3 Millionen, Entschuldigung. Wir haben 2 Saisons dafür Zeit. Markenpräsenz hatten wir. Euroleague-Pokalsieg, schaffe die Champions Cup-Qualifikation. Okay, National Premier League-Meister werden. Und FA Cup-Pokalsieger, also ist der aktuelle Pokal dieser Shield Cup Community, Shield Cup überhaupt nicht relevant. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wir gehen mal ins Büro oder Saison. Saison ist der Kalender, da gehen wir mal schnell rein. FA Cup müsste ja dann was anderes sein. Das ist Europa League. Das ist alles Europa League und Liga. Oder zählt das als FA Cup? Anscheinend schon. Ich sehe da jetzt nichts anderes. Ich war der Meinung, das waren immer 2 oder 3 Pokale, die gespielt haben, weil wir stehen jetzt hier im Finale. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal das Finale und schauen mal, wie es läuft. So, auf geht's hier ins Pokalfinale. Community Shield. Das ist noch nicht der FA Cup, aber das Vorbereitungsturnier haben wir gewonnen gegen den FC Bayern in der letzten Folge und können wir das Ganze jetzt mal wiederholen. Im Community Shield Cup vielleicht nochmal einen Pokalsieg einfahren. Ich bin gespannt, wie das hier läuft. Wir haben Anstoß, das Spiel ist angepfiffen. Martial erstmal mit einem schönen Trickpass. Pogba rüber auf Luke Shaw. Ibrahimovic, Herrera und unten haben wir unsere Neuverpflichtung Hector Bellerin. Der nimmt hier erstmal Fahrt auf, bringt da einen präzisen Pass. Aber wir werden da abgeblockt. Vom Verteidiger. Mendy wechselt von Nizza und Slimani von Sporting. Also Hector Bellerin, der hat einen ordentlichen Anzug gehabt, so wie ich das gerade mitbekommen habe, hat er ganz schönes Tempo aufgenommen. So, Fuchs, Mendy, Amarati. So, Herrera holt sich den Ball. Ibrahimovic steckt den da durch auf Rashford, runtergelegt. Und jetzt gleich nochmal oben durch. Richtig gut. Nimm den Ball mit, Pogba. Nimm den Ball mit. Schmeichel schmeißt sich dazwischen. Und Simpson klärt den Ball ins Seiten aus. Es gibt hier Einwurf. So, wir werfen den hier auf Rashford. Ah, da verliert er den Ball gegen Simpson. Hallo? Gib mir den Ball. Hernandez. Mandy. Mahrez. Pogba dazwischen mit dem Fuß. Ich kann aber auch keinen Spielerwechsel machen, dass ich hier hätte gesagt, ich nehme einen anderen. Bailly. Da haben wir Hector Bellerin. Schön durchgespielt auf Mkhitaryan. Wir warten auf Bellerin. Der kommt da in den Rückraum. Und er kann jetzt erstmal eine präzise Flanke da reinbringen auf Rashford. Die kommt nicht genau an. Wir spielen erstmal hinten rum. Herrera. Smalling. Durch. Runter. Rashford aus der Distanz.
Schmeichel, nein, Schmeichel schmeißt sich da rein und kann ihn zur Ecke klären. Und was eine sehr gefährliche Eckvariante ist, habe ich schon mitbekommen. Mkhitaryan an die Seitenlinie laufen und die Flanke dann reinbringen. Nur ein bisschen länger die Flanke-Taste halten, dann sieht das recht gut aus. Hat eigentlich immer geklappt. Zumindest online. Pogba aus der Distanz, aber der verzieht hier total. Okay, wir bestimmen hier erstmal das Spiel. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Heißt aber nichts. Ibrahimovic will den Ball da durchspielen. Mkhitaryan kommt nie an den Ball. Bellerin spielt hintenrum auf Smalling. Hoch offshore. Herrera. Durch, sehr schön. Oben läuft Martial. Martial. Martial, Martial, Martial schießt Rashford an den Hacken. Ich fasse es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt der Ball nicht durch. Luke Shaw holt sich den Ball hier wieder. Martial, Ibrahimovic, wieder Rashford im Weg. Was ist denn mit diesem Rashford los? Kann der da nicht weggehen? Nein, kann er anscheinend nicht. Zwei gute Torchancen hier vereitelt von unserem eigenen Mann Ibrahimovic. Ibrahimovic wollte da noch mal draufziehen. Seitenwechsel, Bellerin. Mkhitaryan durchgespielt, schön gespielt. Rashford, komm, nimm ihn mit, Rashford. 1:0, 37. Minute. Schöne, schnelle Kombination da am Strafraum. Schauen wir noch mal drauf. Schnell durchgespielt. Rashford bleibt Sieger. Macht einen Schritt immer zur Seite. Und der Verteidiger rutscht da vorbei. Robert Huth kommt da nicht dran. Und da kann sich Schmeichel so lang machen, wie er will. Es reicht nicht. Marcus Rashford. 37 Minute. 1:0. Anstoß ausgeführt, Robert Huth mit dem Seitenwechsel darüber auf Mahrez. Mahrez spielt den Ball auf Mandy. Oder Mandy. Amaretti. Ja, geht da mit einen Schritt nur vorbei, zieht aufs Tor, der war knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Das können wir uns gerne nochmal ansehen. Da fehlt wirklich nicht viel. Abstoß ausgeführt. Pogba legt ihn da runter. Durchgespielt auf Zlatan Ibrahimovic. Er hat nicht mehr das Tempo. Pogba spielt ihn da nochmal runter. Herrera in die Mitte. Schön gespielt. Da ist Mkhitaryan. Er holt sich hier den Ball. Mkhitaryan. Und es gibt ein Eckball? Nein, es wird abgepfiffen hier zur Halbzeit. 1:0 die Führung. Bis jetzt sieht das gut aus. 65% Ballbesitz, 35 nur bei Leicester City und ein Schuss und nicht mal aufs Tor. Ich glaube, wir sind dann langsam so weit, dass wir auf Weltklasse umstellen können. Damit die Sache hier interessanter wird und auch ein bisschen schwieriger. Damit wir hier nicht nur mit Siege rausgehen, vielleicht mal eine ordentliche Packung bekommen, wenn wir das hier nicht vernünftig spielen. Aber auch auf Profi ist das schon relativ schwer. Muss man ganz klar so sagen. Ibrahimovic verliert da den Ball. Pogba kommt noch ran. Stört da. Faires Tackling. Nur zurück zu Pogba. Rashford läuft oben. Ibrahimovic da unten, aber Pogba steht besser. Pogba! Nein! Am Tor vorbei. Ja, steht da richtig gut vor dem Tor. Und da fehlt wirklich nur eine Fußspitze, die der Ball da am Tor vorbeigeht. Somit bleibt es hier beim 1:0.
Jetzt kommt wieder Leicester City. Kommen da einfach so durch. Erstmal geklärt, aber da kommt gleich wieder der weite Ball. Albie Wright. Tom, aber wie er auch heißen mag. Der geht am Tor vorbei. Luke Shaw. Oben läuft Bellerin ein. Schick jetzt Mkhitaryan, das sieht gut aus. Henrik Mkhitaryan, bring mal die Flanke. Ibrahimovic ist schon da. Rashford. Mandy klärt den erstmal raus. Da Sicherheit spielen. Simpson jetzt hier vielleicht mit dem Konter. Selimani. Musa. Ja, mit einer Körpertäuschung geht er da vorbei. Die zweite Körpertäuschung passt auch. Musa. Smalling klärt den. Luke Shaw. Jetzt nochmal raus auf die linke Seite. Anthony Martial. Sucht hier die Anspielstation. Wunderschöner Pass. Der kommt da durch. Rashford. Was machst du, Rashford? Dreh dich doch einfach zum Tor oder schieß ihn mit der Hacke. King. Immer noch King. Und es gibt einmal für uns die Möglichkeit zu wechseln. Wir nehmen Rashford raus, bringen Rain Rooney ins Spiel. Depay über die linke Seite und rechts Lingard. Versuchen wir die Jungs noch ein bisschen zu fördern. Die sind noch relativ jung. Lingard zum Beispiel. Pogba runter auf Shaw in die Mitte. Ibrahimovic oben. Ach, da läuft unser eigener Mann rein, sonst wäre das ein wunderschöner Pass da auf Rain Rooney geworden. Selimani bringt den weiten Ball. Smalling kann den erstmal klären. Ibrahimovic läuft vorne. Gut, und jetzt runter, schön durch Depay. Nimm Fahrt auf, das machst du auch. Depay flankt den da rein. Da steht keiner, da steht keiner. Knapp, knapp, knapp. Bellerin mit dem Einwurf. Lingard zurück. Herrera, wunderschöne Flanke. Ibrahimovic kommt aber nicht an den Ball. Nochmal kurz. Ja, wieder nicht lang genug gehalten. Lass den Ball ins Ausgehen. Da haben wir einen Einwurf. Kein guter Pass. Es gibt erneut einen Einwurf. Herrera. Es fehlt uns hier ein bisschen die Anspielstation. Stellen sie alles eng zu. Pogba sieht da schön unten Depay einlaufen. Und er kam nicht an Ibrahimovic. Schön, aber Drinkwater ist da. Pogba holt sich da den Ball, hat die Möglichkeit. Aber Robert Huth schmeißt sich da in den Weg. Und jetzt gibt es auch noch Freistoß, denn es war ein Stürmerfoul. 89. Minute, 1:0, ist nicht gerade doll. Bellerin spielt den Ball zurück zu De Gea. Smalling, De Gea und jetzt nach vorne. King, Mahrez, Memphis Depay holt sich hier den Ball. Holt sich hier den Ball, sieht Ibrahimovic einlaufen und der macht es natürlich hier ganz sicher. Zlatan Ibrahimovic in der Nachspielzeit macht hier das 2:0. Dafür ist Zlatan da, macht das Ding sicher. Das heißt Pokalsieg im Community Shield Finale. Ganz sicheres Tor von Zlatan Ibrahimovic, gut eingeleitet. Und dann ist das auch eine Selbstverständlichkeit für Zlatan. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Wir gewinnen also hier den Community Shield Pokal. Es wird wahrscheinlich wieder dieselbe Siegesfeier sein. Genauso ist es. Die Presse steht da. Wir laufen hin und feiern. Kennen wir schon aus dem letzten Spiel. So, das sieht doch sehr gut aus.
Ich gucke immer mal auf die Zeit, wie weit es jetzt schon ist, wo wir uns befinden. So, okay, wir haben eine Nachricht im Büro. Schauen wir doch mal an. Zusätzliches Transferbudget. Oder? Nein, wir bekommen ein Transferangebot für Bastian Schweinsteiger. Borussia Dortmund möchte Schweinsteiger kaufen. Nehmen wir an, er geht dann zurück nach Deutschland. Hat eine Saison hier gespielt, aber auch nicht wirklich. So, okay, dann schauen wir mal rein. Und zwar, Trainingseinheiten können wir machen. Und ich hatte gesagt, wir machen es selber. Rashford, wir nehmen mal hier Ballkontrolle, Beweglichkeit, Tempo-Dribbling auf jeden Fall rein. Nehmen wir Rashford noch mit Schussgenauigkeit. Dann nehmen wir uns noch mit Martial. Da werden wir Dribbling-Parcours Mittel nehmen. Dann Pogba, da suchen wir uns mal raus. Der Dribbling hat ja schon alles eigentlich, aber wir machen Tempo-Dribbling Mittel. Und wir nehmen noch einen Verteidiger. Und zwar, wo ist denn Bellerin? Da ist Bellerin, den nehmen wir auf jeden Fall. Und zwar machen wir hier irgendwas, was mit der Abwehr zu tun hat. 2 gegen 1 ist ein bisschen schwierig, oder? Wir sind 2. Zweikampfmittel. Gibt es denn hier kein 1 gegen 1? Das wäre ja nur leicht. Verteidigungsgrundlagen. Wir nehmen einfach mal das hier. Das könnte doch schon reichen. Und wie gesagt, wir machen es heute mal selber und versuchen hier das Bestmöglichste rauszuholen. So, schauen wir mal rein. Hat ein bisschen was von The Journey. Uiuiui, da haben wir es schon verkackt. Einmal, aber könnte noch gut werden, oder? Oh, eine F-Note. Wir versuchen das auf jeden Fall nochmal. Das geht besser. Exzellent. So ist es natürlich richtig gut. Nächste Einheit. So, was haben wir hier? Schussgenauigkeit. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Das geht hier auf Zeit. Okay, da haben wir noch ein bisschen. Sehr gut. Angeschnitten, der geht nicht rein. Der geht auch nicht rein. Oh, der geht rein. 20 Sekunden hier noch. Boah, das war nichts. Wahrscheinlich noch mal machen müssen, aber das wird schon. Der geht rein. Ah, der war zu doll. Oh, gut gemacht. Komm, dann können wir noch einmal, oder? Nein, können wir nicht. Wir machen das nochmal. Geht fast rein. Der Torhüter hält aber auch alles. Was mache ich denn da? Gut. Gut. Pfosten. Ach. Flacher Schuss, das wird nichts. Wird auch nichts. Ja, zum Glück haben wir hier 3 Versuche. Eine C-Note, also wir machen das auf jeden Fall nochmal. So, und jetzt Konzentration, der geht rein. Gehalten.
Der geht rein. Oh, knapp daneben. Geht rein, komm. Geht auch rein. Der geht daneben. Wieso geht denn der daneben? Mit dem Außenriss, der passt. Der war zu schwach, aber der geht unten rein. Der geht daneben. Wieso geht denn der daneben? Komm schon, das muss besser werden. An die Latte. Letzter Versuch. Der geht daneben. Ich fasse es nicht. Eine B-Note. Eine B-Note ist immer noch besser wie eine C-Note. Also nehmen wir das mit. Dribbling-Parcours. Mit Anthony Martial. Schauen wir mal rauf. Ich bin mal gespannt. Läuft noch einer mit. Oh, da haben wir die Lücke schon verpasst. Uiuiui. Uiuiui. Gut gemacht müsste B sein, aber ich möchte das hier nochmal probieren. Das geht besser. Das geht viel besser. Eigentlich. Oh Gott. Wartet mal, Freunde. Ein neuer Versuch. Eieiei. Komm schon. Ach, den hat er wieder. Das war ja richtig schlecht. Wir haben nur noch einen Versuch. Okay. Oh Gott. Was machst du denn? Ist das dein Ernst? Gut gemacht, ist wenigstens eine B-Note, aber sowas von, da fällt dir da einfach hin, das ist eine Stange. Unglaublich, auch eine B-Note. Könnte man sich eigentlich kaputt lachen, was die Spieler da machen. Tempo-Dribbling, Pogba. Das hatten wir schon. Komm, Pogba. Dann machen wir jetzt exzellent raus. Nein, was machst du denn da? Du brauchst dann nur durch die kleine Lücke laufen. Alter Schwede. Ich habe gedacht, wir schaffen das hier im ersten Versuch. Hämmert der über das Tor. Den machen wir nochmal. Den mache ich auf exzellent. Den mache ich auf exzellent. Dein Ernst? Ohne Scheiß. Letzter Versuch. Wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es. Ist das dein Ernst? Ist das eigentlich dein Ernst? Nächste Einheit. Eine F-Note. Eine F-Note. Ich fass es nicht. Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Was haben wir denn hier? Können wir die ab? Können wir nicht mal abgrätschen? Ich lass mal gewusst. Neuer Versuch. Wir müssen die so holen. Komm, steh auf. Okay. Wenigstens das haben wir mit Hector Bellerin auf exzellent abgeschlossen. Aber das mit Pogba war ja ein absoluter Schuss in den Ofen.
Zweimal A, zweimal B, einmal F, Pogba. Junge, Junge, nächste Trainingseinheit bist du auf jeden Fall Mode. Na, hauen wir da mal richtig was rein. So, okay, das soll es dann schon gewesen sein. Und dann geht's in der nächsten Folge ins Ligaspiel. Und Ligaspiele sehen wir dann immer zwei Stück. Da mache ich dann immer zwei Spiele ab sofort. Und in der nächsten Folge schauen wir ins Büro, was es da so Schönes gibt. Ich bin erstmal raus, sage schau, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ein Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Tschüssi.